Dienstag, 27. Oktober 2020. Im Hiob-Buch, im 9. Kapitel, im 2. und 3. Vers heißt es: Ich weiß wohl, es ist so. Wie könnte ein Mensch Recht behalten gegen Gott? Hat er Lust, mit ihm zu streiten? So kann er ihm auf 1000 nicht eines antworten. Und im Markus-Evangelium im Kapitel 12 spricht der Schriftgelehrte zu Jesus: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft. Und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Ja, wenn ein Mensch Lust hat, mit Gott zu streiten, zu rechten, dann werden ihm recht schnell die Argumente ausgehen, sagt Hiob, obwohl Hiob ein Streit voller und Geselle ist, der wirklich es auch einklagt und sagt: So Gott, jetzt komm mal her und verklag mich und hör dir aber auch meine Argumente an. Also Hiob, der ja ganz lange Zeit verärgert ist, dass er nicht einsieht, warum er leiden soll, weil er sich nichts vorzuwerfen hat, und der zum Schluss des Buches aber dann doch einlenkt und erkennt und sagt: Ja, es ist einfach ein himmelweiter Unterschied zwischen dir, Gott, und uns Menschen. Und manchmal ist der Unterschied gar nicht so himmelweit, wenn dann in dieser einen Begebenheit Jesus sagen kann: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Manchmal klingelt's. Manchmal schaut es aus, als wäre der Himmel offen, und haben wir verstanden und haben wir sogar auch in Worte fassen können, was wir glauben und was wir von Gott verstanden und erkannt haben. Gott lieben von ganzem Herzen und seinen Nächsten wie sich selbst. Das ist eine Lebensaufgabe. Alles Gute.